das ist meine Inspiration für heutiges Bild. Ich habe mir einiges mitgenommen und die ganzen Blätter erstmal trocknen lassen. Und jetzt kommen sie zum Einsatz. Es geht los, lehne dich zurück, entspanne und genieße. Am Ende des Videos gehe ich auf das Bild von der letzten Woche ein und erzähle euch, wie ich das letztendlich genannt habe. Das ist die Oberfläche des Bildes, das ist noch feucht und ich möchte mit dem Katalyst ein paar Muster in mein Bild einarbeiten. Ich zeichne ganz schnell eine Linie mit Aquarellkreide und diese Linie hat mir nicht gefallen. Ich habe sie wieder weggewischt. Du siehst das Ergebnis, die Farbe, die türkise Farbe, die ich vorher gesprüht habe. Sie war noch nicht trocken und ich habe sie verschmiert und zum Teil auch entfernt. Und man sieht auch die Blättermuster nicht mehr so deutlich. Aber es ist, wie es ist, und ich mache einfach weiter. Jetzt habe ich ein anderes Wesen da, das mir mehr gefällt, und so geht es damit weiter.
Ich arbeite in Negativtechnik. Manche Muster lasse ich verschwinden und übermale sie. Und manche wiederum betone ich. Ich arbeite rein intuitiv. Und hier an dieser Stelle hatte ich so einen Funken der Idee, was das für eine Geschichte sein wird, was das Bild erzählt. Ich hatte plötzlich zwei Figuren da, die sich wie durch ein Tor bewegten. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist da eine Allee, dann malte ich eine Allee und dann habe ich sie aber wieder verschwinden lassen. Was mir aber wichtig war, dass diese zwei sich in Richtung des Lichtes bewegen. Und hier links von meiner Hand, schau mal hin, da sitzt ein Eichhörnchen. Das habe ich gesehen, als ich eigentlich mit der grünen Farbe gemalt habe. Und jetzt betone ich dieses Eichhörnchen. Thank you.
danke dir, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist und möchte meine Frage von der letzten Woche auflösen. Ich habe euch gefragt, was ist das für ein Wesen? Warum weint es? Was erzählt das für eine Geschichte? Ich habe viele Antworten von euch bekommen, bin super dankbar dafür. Eine Antwort hat mich zutiefst bewegt und zwar habe ich dieses Video am 11.09. veröffentlicht und diese Person hat mir geschrieben, dass das Bild sie an den 11.09. erinnert, durch die Wolkenkratzer, der Staub und dieses Schwarze und auch das Rote, das Blut, die vielen Opfer und deswegen weint es auch. Und ich dachte, das ist es. Das heißt Remember. Vergesse also niemals diese Katastrophe und die vielen Opfer und lass uns kurz schweigen. Bis bald. Alles Liebe für dich.